Grüß euch, liebe Zuschauer, Servus, Odyssee, YouTube, Twitter, Telegram und Netzseite. Da veröffentlichen wir dieses Video. Alternative für Deutschland. Gestern Landratswahl in Sonneberg. Herr Sesselmann, der Kandidat der Alternative für Deutschland, hat die Stichwahl gegen seinen CDU-Rivalen gewonnen. Und sie drehen komplett durch. Ja. Sie tun so, als ob jetzt hier der Reichsführer SS gewählt worden wäre, ein neuer, ja, oder irgendwo eine Machtübernahme wirklich kurz bevorsteht von nicht existenten Nazis. Es ist unglaublich. Also, was für Rezepte hat denn die Regierung bzw. die Einheitsfront? Ja, also fangen wir mal mit Schulden machen an. Schulden machen kann auf Dauer nicht gehen. Was machen wir? Wir machen mehr Schulden. Migration funktioniert nicht. Was machen wir? Mehr Migration. Energie funktioniert nicht. Was machen wir? Schalten Atomkraftwerke ab. Dann Impfen funktioniert irgendwie auch nicht. Was machen wir? Mehr Impfen. Ja, und jetzt, nicht nur jetzt, sondern schon seit es die AfD, die Alternative für Deutschland, gibt, gilt die Devise: Wählerbeschimpfung funktioniert nicht. Was machen wir? Mehr Wählerbeschimpfung, natürlich. So, also, es könnte zum Beispiel schon ein Grund sein, dass die linksgrüne Kamarilla da irgendwie nicht so wirklich das gutiert, den Herrn Sesselmann von der Alternative für Deutschland in Sonneberg. Der ist nämlich weder Schulabbrecher noch Supporter der Antifa oder gar ein sektenartiger Ideologe. Entschuldigung. Nach dem Abitur in Sonneberg studierte Robert Sesselmann von 1991 bis 1995 Rechtswissenschaft an der Universität Leipzig. Sein Rechtsreferendariat absolvierte er von 1996 bis 1998 am Oberlandesgericht Dresden. Seitdem ist er als selbstständiger Rechtsanwalt in Sonneberg tätig. Robert Sesselmann hat drei Kinder. Was stimmt nicht mit euch AfD-Wählern? Die ironisch gemeinte Frage von Klartext aus München. Ja, was stimmt mit uns nicht? Gut, aus deren Sicht der Einheitsfront und Einheitspartei ist es natürlich irgendwie Vollnazi. Der Mann hat also ein Studium abgeschlossen, hat sein Referendariat abgeschlossen, ist dann zugelassener Anwalt geworden und arbeitet seit 25 Jahren in diesem Beruf. Es ging ja alles noch, aber er hat drei Kinder. Also da hört es dann, also wirklich bei aller Liebe und bei allem Respekt. Nee, da hört es dann auf. Hier MS Live hat hier getwittert und das ist leider, leider, leider kein Fake-Account. Ja, der meint das ernst, ist irgendwie einer von der Seenotrettung. Ja klar, der hat seine eigenen Interessen und hat seine eigenen, wie soll ich sagen, das Brot ich esse, das Lied ich sing. Ja, so geht's. Axel Steyer haut hier raus, hätte es genug Zuzug aus dem Ausland gegeben, zum Beispiel indem man die Visapflicht für Afghanen und andere Verfolgte abschafft. Das ist wieder sowieso gemacht, da kommen ja Leute mit irgendwelchen Fantasiepässen. Ja. Und hätte man diesen Menschen sofort das Wahlrecht eingeräumt, wäre Sonneberg heute kein Thema, deshalb Grenzen auf. Also der einzige Grund für den, Grenzen aufzumachen, ist, dass dann weiterhin die liebsamen Einheitsfront, die liebsame gewählt wird. Ist vielleicht auch ein bisschen dünn, das Argument. Wir kommen zu den Reaktionen übrigens. Eine von den ganz guten, ja, Mark Hanefeld, der ja hier mit Posthorn, das ist auf Twitter sowas wie ein Idiotenabzeichen, hat man den Eindruck, ja, man weiß es nicht, warum die alle dieses Posthorn da drin haben. Ausnahmetweet aus aktuellem Anlass: Wer AfD wählt oder mit ihr sympathisiert, ist ein Feind unseres Landes und wird von mir auch als persönlicher Feind wahrgenommen. Nazis raus. Wie gesagt, Ausnahme, dass ich dazu was schreibe, wenn Nazis hier im Land Überhand nehmen, dann bin ich ja nicht nur von Twitter weg, sondern aus diesem Land. Behandelt euch doch einfach selbst oder steht mal langsam auf. So wie USA dürfen wir nie werden. Und dann hat er die Antworten eingeschränkt. Das ist so, das hat so die Ebene von Tschüss Twitter, wir sind auf Mastodon, er übrigens auch, aber irgendwie auch Böhner und Böhmermann und alle anderen, die da groß getönt haben, benutzen weiterhin den Musks Twitter. Gleiche Ebene übrigens auch wie bei Trump
Die Hollywood-Schauspieler, wenn Trump gewählt wird damals, dann wandern wir aus, beziehungsweise es gibt noch härtere Geschichten, habe ich selber persönlich gehört, wenn Trump gewählt wird, fahre ich nicht mehr in die USA. Ja, okay, alles dann nicht passiert. Und köstlich, ja, wie sie hier wirklich rausschrillen und rausschreien ihren Schmerz und ihr Leid und gar nicht mitbekommen, dass sie sich immer tiefer in die Malaise reinreiten. Ja, Thilo Jung hat offenbar auf der Suche nach dem nationalen Sozialismus mal wieder den Überblick verloren. Tragisch. Erst der Landkreis, dann das Land, dann der Bund. Sonneberg, der Faschismus kommt. Und es gibt keine Anzeichen, dass die deutsche Wiederkehr gestoppt wird. Wie auch, wenn am Kapitalismus mit allen Mitteln festgehalten wird, bei all diesen Hetz- und Hassnachrichten, komme ich irgendwie nicht so ganz umhin, an satanische Umkehrung zu denken. Warum nur? Ja, also es wird wirklich umgedreht, wie es besser nicht geht. MDR-Rundfunkrat Sandro Witt, also solche Figuren bestimmen über unser Fernsehprogramm. Also ein Grund mehr, das nicht mehr einzuschalten, fordert nach der Wahl in Sonneberg, Faschisten gehören vor Gericht. Sehr charmant. Warnungen gab es genug. Ich bleibe bei der Aussage von gestern zur Wahl Sonneberg. Dieser symbolische Sieg muss aufschrecken und den Blick schärfen, was die Faschisten bei der Landtagswahl 24 in Thüringen erreichen werden. Faschisten gehören vor Gericht, nicht in den demokratischen Diskurs. Hier haben wir, das ist dann teilweise dann wirklich nicht mehr lustig. Ah, halt, müssen wir so machen. Das ist dann teilweise wirklich nicht mehr lustig. Peinlicher Redaktionsfehler beim Bericht aus Berlin, habe es korrigiert. Die Hunde des Bundestages, da gibt es irgend so eine Geschichte mit Hundehaltern, Bundestagsabgeordnete. Und er macht dann das hier draus. Ja. Die AfD-Fraktion, die Hunde des Bundestages, Jürgen Kasek, auch die NSDAP wurde in demokratischen Wahlen gewählt. Geschichte wiederholt sich offenbar doch. Und Armin Rohde erzählt irgendwas von der NSDAP 1930. Also gut. Dann haben wir hier, das ist jetzt hier eine Richtigstellung, Theresa Vollmer, das ist ein Fake-Account. Ja. Sie schreibt hier selber, Mitglied der CDU und angeblich auch irgendwo beim Regierungsrat und so weiter, aber es ist ein Fake-Account, aktueller denn je. Aber das ist ja eben das, ja. Auch das stellt man nämlich nicht mehr fest, auch wenn es so absurd, wie es auch nur irgendwie geht, ist wirklich die Satire oder ist die Realität mittlerweile wirklich nicht mehr unterscheidbar von der Satire. Aktueller denn je, eine Impfpflicht hätte das katastrophale Ergebnis in Sonneberg eventuell verhindert. Dann hätte man den Ostdeutschen mal wieder bewusst gemacht, dass der Staat über ihnen steht und die Wahl von AfD gefährlich ist. Staat darf sich nicht auf Nase herumtanzen lassen. Ich habe dazu geschrieben, als ich noch nicht wusste, dass das ein Fake-Account ist. Bitte mal den Clans und den Stämmen erklären, dass der Staat sich nicht auf der Nase rumtanzen lassen darf. Ali Utlu, der hat auch die Schnauze voll. Ali, ich grüße dich. Wie viel AfD-Wähler dieser Tweet wohl generiert? Das ist nochmal der vom Axel Steyer. Davon abgesehen, wie viele tote homosexuelle Männer, vergewaltigte Frauen und Kinder sind diese Idioten bereit zu riskieren mit dieser Ideologie? Ja, diese Tweet von Axel Steyer, den ich gerade vorgelesen habe, mit mehr Ausländer, mehr Afghanen, dann hätten wir das Problem in Sonneberg nicht. Erika Steinbach, einen sehr interessanten Tweet hier zur CDU, die ja verloren hat in Sonneberg, der Kandidat, und die ja, wie kürzlich festgestellt wurde, im Bundestag die Fraktion mehrheitlich in den meisten Abstimmungen für die Regierung gestimmt hat, ja, also von daher, also Opposition ist jetzt wirklich der falsche Begriff, diese Fraktion so zu benennen. Es ist eher so ein Hilfs-Hiwi-Verein für die Ampel. Die CDU ist nicht sanierbar und Erika Steinbach war lange in der CDU und auch in höheren Ebenen. Die CDU ist nicht sanierbar. Als langjähriges Mitglied im Bundes- und Fraktionsvorstand weiß ich, wovon ich rede. Sie wird zerfallen. Die Spitze tickt grün und Merz denkt nur machtstrategisch, egal um welchen Preis. Das sagt sie auf einen Tweet von Hans-Georg Maaßen. Jürgen Köpper, das ist der CDU-Kandidat, war der beste Kandidat, den die CDU in Sonneberg aufstellen konnte. Er hatte als stellvertretender Landrat gute Arbeit geleistet. Dass selbst er gescheitert ist, liegt nicht an ihm, sondern daran, dass die Mehrheit der Wähler die CDU als eine grün-woke Partei unter Führung
eines BlackRock-Anwalts wahrnimmt. Oder anders formuliert, die Sonneberger haben die Schnauze voll. Und nicht nur die, ja, Herr Maaßen, das ist ja alles schön, aber wäre schön, wenn man jetzt auch mal wirklich die Werteunion und damit natürlich auch die CDU vielleicht mal hinter sich lassen könnte. Ja, das wäre jetzt mal gar nicht mal so schlecht. Der klassische etablierte Nuri Pur, ein ungebildeter Studienabbrecher, im Gegensatz zu Herrn Sesselmann, ja, mit abgeschlossenem Studium und als Anwalt tätig, der von zu Hause nur die Fähigkeit mitbekam, sich auf Kosten fleißiger Menschen vollzustopfen, bezeichnet die Wahl, und es ist wirklich gemeint, wenn man sich den so anschaut, bezeichnet die Wahl eines fleißigen, gebildeten Menschen als schwarzen Tag für die Demokratie. Heute ist ein schwarzer Tag für unsere Demokratie, doch diese ist stark. Wehret den Anfängen bedeutet spätestens jetzt, dass die demokratischen Kräfte unseres Landes den Schulterschluss suchen müssen, um diese Feinde Deutschlands zu bekämpfen. So, also ein Wahltag, der einzige Tag, der wirklich zählt in einer, wenn es eine echte Demokratie wäre, aber auch sogar in einer Demokratiesimulation, ist es der Tag der Tage, wo die Leute zumindest den Eindruck haben, sie haben hier irgendwas mitzuentscheiden. Und das ist aber auch, der wird ihnen auch weggenommen, das ist ein schwarzer Tag für ihre, deren Demokratie. Ich weiß doch nicht, was das genau für eine Demokratie ist, wo ein Wahltag ein schwarzer Tag ist, wo Wähler einfach frei entschieden haben und eine Partei, die zugelassen ist und vollkommen demokratisch aufgestellt ist, ja. Sie machen einfach direkt weiter, direkt nach der Wahl mit Wählerbeschimpfung, mit absoluten Beleidigungen, ja, und wundern sich, dass die nächste Wahl vielleicht noch desaströser ausfällt. Ja. Was soll die AfD in Sonneberg denn so Schlimmes tun? Menschen hindern sich am Sterbebett von ihren Liebsten zu verabschieden, unliebsame Demonstrationen verbieten, den Nürnberger Kodex missachten, Kinder zur Maske zwingen, Krieg schüren. Merkt ihr was? Danke, Jonas. Dana, wirklich, es sind wirklich intelligente Repliken. Hier haben wir jetzt Dummschwätzer Robin Alexander. Wenn man eine Regierung hat, er hört selbst, was er zu sagen hat. Es ist einfach nur noch kläglich. Aus allen Poren kommt die Hilflosigkeit. Also hier wird es wirklich richtig deutlich. Mal kurz reinhören. Kann man sagen, das, was ja bemüht wird als Argument, der Bund ist schuld, also die Bundesregierung ist schuld an diesem Ergebnis, würden Sie das so stützen? Schuldfragen würde ich prinzipiell eher in der Kirche klären, aber Wahnsinnig lustig, ja, schon mal mit einem versuchten Lacher erstmal den eingeleitet, ging schon mal komplett daneben, ja, Schranze hoch 5000. wenn Sie jetzt nach politischer Verantwortung fragen, finde ich, darf man die ruhig verteilen. Klar ist, dass die Ampel mit ihrer Politik im Moment im Land schlecht ankommt und Ostdeutschland besonders schlecht. Darüber haben wir Im gesprochen. Moment, also das ist, seit Sie im Amt sind, Herr Alexander, wenn ich da mal aushelfen darf. Aber natürlich muss sich auch die Opposition, namentlich die Union, einen Kopf machen, Gibt's ja nicht. warum die Leute nicht sagen, wenn die Ampel schlecht regiert, wählen wir halt die CDU. Das war ja früher immer so in Deutschland. Aber drittens möchte ich auch nicht die Leute aus ihrer Verantwortung entlassen, weil wenn man eine Bundesregierung hat, die man nicht mag, und vielleicht eine Opposition, die man nicht mag, muss man immer noch nicht AfD wählen, sondern kann sich etwas anderes überlegen. Ja, zu Kann Hause man bleiben zum sagen, Beispiel. dass Was anderes, was genau sollte es sein? Also mehr Hilflosigkeit und absolute Verzweiflung. Also wenn man die Regierung nicht mag und die Opposition nicht mag, also die CDU-Opposition, wobei das ist keine Opposition, dann muss man noch lange nicht die AfD wählen, sondern man kann sich was anderes überlegen. Das haut ja so im Fernsehen raus. Leute, was willst du denn dazu noch? Muss man noch lange nicht die Alternative für Deutschland wählen? Ja, was genau kann man dann noch tun? Oh, Pöbelralle, haut raus. Ja, klar, da gibt es auch noch ein Zucken aus der Gruft. Nach der Schande von Sonneberg triumphieren Neofaschisten und AfD-Demokratiefeinde heute überall. Sie fluten soziale Netzwerke mit Bots, Trollen, Scheinidentitäten, Geschmacklosigkeiten und geistlosem Dünnpfiff. Einige geben die Biedermänner, andere beleidigen und drohen. Demokraten aufgewacht. Also sie fluten soziale Netzwerke. Das war ja irgendwie mal nicht von ganz so anders. Ja? Mit Bots, Trollen, Scheinidentitäten, das ist eher euer Geschäft. Ja,
Die sind so fertig. Leute, ich muss es wirklich, muss echt sagen, ja, ich genieße es schon. Ja? Also, wie sie sich offenbaren und wirklich einfach weitermachen, ja, als ob es keine Umfragen gäbe, als sie sind wirklich so abgekoppelt von jeglicher Realität, die mit uns was zu tun hat. Die wollen es einfach nicht glauben, ja, wie undankbar dieses Volk ist, ja, und wie dumm es auch ist, ihnen nicht auf sie nicht zu hören, dass AfD gar nicht geht. Hier haben wir nochmal eine kleine Collage. Hier zum Beispiel ist ganz schön, Mohammed Amjahid, wenn Brot an einer Stelle schimmelt, ist es super wichtig, das ganze Brot zu entsorgen, weil die Schimmelsporen unsichtbar das ganze Leib durchziehen können. Kennt ihr, wenn Brot an einer Stelle anfängt zu schimmeln? Ne, schöner Vergleich, ja. Also, Goebbels hätte es nicht besser gesagt. Also kann man sich ja, bitte kauft keine Produkte mehr von Pico, diese Firma, deren Sitz im Nazi-Landkreis. Wie der Erste, der gratuliert ist, der Faschist Björn Höcke, widerlich und zum Kotzen. Das haben sie sich alles angeschaut. Köstlich. Köstlich, wirklich, ich amüsiere mich gerade richtig. Auf eine Wahl mit einem Appell für die Demokratie zu reagieren, ein weiterer Geniestreich, der so nur von der Ampel kommen kann. AfD-Erfolg in Sonneberg, Bundesregierung will Wahl nicht kommentieren und reagiert mit Appell für Demokratie. Also, das wird wahrscheinlich wieder ihre Demokratie gemeint sein und wahrscheinlich ziemlich sicher sogar eine andere, als wir sie verstehen. Ja. Natürlich, das ist jetzt aber zeitgleich passiert, schon vorsorglich. Nach der demokratischen Wahl in Sonneberg lese ich bei den Bunden, dass Deutschland wieder auf 1933 bis 1945 zugeht. Das kann man leider nur bestätigen. Ein Regime in der Endphase wird immer repressiver, hartes Geld. Danke für diesen Tweet. Nancy Faeser kündigt AfD-Verbotsverfahren an. Nun ist die Katze aus dem Sack am Rande der Pressekonferenz zur Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes. Wenn es nach Bundesminister bla bla, wird es demnächst ein Verbotsverfahren gegen die AfD geben. Das bedeutet, das nächste Scheitern ist schon programmiert, wenn sie das wirklich durchziehen. Habe einen Tweet gelesen, einer hat geschrieben, und das klingt glaubhaft, ein ehemals prominenter Politiker hat zu mir gesagt, du kannst eine Partei mit 2-3% verbieten, aber mit 20% unmöglich. Ja. Also auch dieses Unterfangen allein anzukündigen, spricht von der kompletten Ohnmacht, Machtlosigkeit, Hilflosigkeit. Denen schwimmen wirklich alle Fälle weg. Ja. Und ich sage recht so. Ja, wirklich, dass es so schnell geht, dass die so dermaßen nervös sind und wirklich die Angst aus jedem Tweet förmlich zu riechen ist, ja. Dann die JU Sonneberg hat hier doch tatsächlich mal den Kopf rausgereckt, aber das ist ihnen nicht gut bekommen. Das ist ein ganz kleiner Twitter-Account, 50 Follower, Junge Union Sonneberg. Waren die einzigen der System- und Einheitsfronten und Parteien, die den Anstand, wirklich den Anstand hatten, einem Wahlsieger zu gratulieren. Wir gratulieren Robert Sesselmann zum Gewinn der Stichwahl um den Landratsposten. Jetzt gilt es, Ideologie und Wahlkampfrhetorik beiseite zu legen und in sachorientierte Politik für unseren Landkreis einzusteigen. Das finde ich ziemlich menschenorientiert sogar, ja. Sachorientierte Politik, ich meine, gut, das ist alles auch Schwurbelei und ausgestanzte Wort- und Textbausteine, aber gut, wollen wir mal gnädig sein. Und was ist jetzt los? Ja, der originale Tweet wurde nämlich inzwischen und zwar ziemlich schnell gelöscht. Hier ist meine Antwort auf den Tweet. Mal schauen, wie lange es euch noch gibt, wenn das der Friedrich Merz wüsste. Tatsächlich wurde um 15:47 Uhr, also eine Dreiviertelstunde, nachdem ich diese Antwort geschrieben habe, wurde der Tweet schon wieder gelöscht. Ja, da kam ein Anruf aus Berlin. Fritze sagt, hey Leute, wenn ihr noch irgendwas werden wollt in meiner Butze, dann aber ganz schnell raus mit dem Tweet. Gut, dass es so tolle Menschen gibt, die Bildschirmfotos davon machen. Also, selbst ein relativ harmloser Glückwunsch, ja, und gerade eine Gratulation an den Wahlsieger wird hier nicht geduldet.
Und ihr glaubt wirklich, dass das attraktiv ist. Ja, ihr glaubt wirklich, dass das euch irgendwelche Wählerstimmen bringt. Ja, vor allem CDU. Ja, weil euch wählt eh gern keiner mehr. Ja, die mit dem ganzen linksgrünen Wahn, Gender, Hitzetod, was weiß ich, Bargeldverbot, BlackRock und so weiter eh nichts zu tun haben wollen, die wandern ab, und die das irgendwie geil und supi finden, die wählen dann lieber doch die Grünen, das Original. Also ihr seid hier, wie es Frau Steinbach schon gesagt hat, ihr werdet zerfallen, aber auch alle anderen Parteien werden zerfallen. Es ist wirklich, es könnte, ich will es nicht so hochheben, es ist eine Landratswahl, es ist jetzt ein Landkreis und jetzt sicherlich in Thüringen auch nicht repräsentativ für Deutschland. Ja, war Thüringen gesamt die Alternative für Deutschland. Ziemlich unangefochten in den Umfragen, vorne liegt mit über 32%, dann kommt die Linke, glaube ich, mit 26 oder 24. Auf jeden Fall ist die Alternative für Deutschland dort, hat derzeit die meiste Zustimmung, und das schon lange. Also es ist Alternative für Deutschland, Land Thüringen durchaus. Aber ich will es auch nicht kleinreden, ja, weil allein wie sie reagieren, tun, wie sie, wie ich schon sagte, tun sie so, als ob hier das Vierte Reich ausgerufen worden wäre. Als Schlusspointe haben wir den Jürgen Köpper von der CDU. Das ist der unterlegene Kandidat, der angeblich ganz gute Arbeit geleistet hat. Ich kann das nicht beurteilen, will das aber auch gar nicht anzweifeln. Warum denn nicht? Ja, in der Kommunalpolitik gibt es sicherlich auch in der CDU noch vernünftige Menschen, möglicherweise. Und da hören wir mal rein, was er so von sich gibt. Ist leider keine Personenwahl gewesen, wie Landratswahlen oder Bürgermeisterwahlen bisher immer waren. Es ist eine reine Parteienwahl geworden, und was uns auf die Füße gefallen ist, ist wirklich die unsägliche Politik der Bundesregierung. Vielen Dank. Nachfragen der Journalisten heute unerwünscht. Ist also gut, also was uns wirklich auf die Füße gefallen ist, ist die unsägliche Politik der Bundesregierung. Kurz mal rekapituliert. Meiner Information nach ist die CDU momentan gar nicht Teil der Bundesregierung. Aber offensichtlich fühlt Herr Küpper das so irgendwie. Es wäre ja auch nicht ganz falsch, oder könnte man ihm schlecht vorwerfen. Sie stimmen ja für die Bundesregierung fast immer ab. Und jetzt wird es wirklich lustig. Jetzt sagt ein CDU-Kandidat, dass die Ampelregierung bestehend aus SPD, Grüne und FDP schuld daran ist, dass ein CDU-Kandidat verliert. Sollte es nicht eher so sein, dass wenn die Regierung schwächelt, dass davon die Opposition profitiert und die CDU hätte eher gewinnen müssen, nach althergebrachter Logik? Also geht mir nicht ganz in den Kopf rein, was da so vor sich geht bei denen. Es ist einfach nur köstlich, Leute. Ja? Und wie gesagt, ich will es nicht zu hoch hängen, will es versuchen, wirklich auch realistisch einzuschätzen, aber es könnte ein Kipppunkt wirklich sein. Ja? Es könnte ein Kipppunkt sein. Heute habe ich gelesen, AfD, neue Umfrage, das hat aber mit der gestrigen Wahl noch gar nichts zu tun gehabt, 20,5% und SPD 19,5% und CDU 26,5% und nur noch 6% hinter der CDU, die AfD. Ja? Und die anderen verlieren zwar jetzt nicht dramatisch, aber stetig. Und ja, Sonneberg könnte wirklich ein Kipppunkt sein, dass immer mehr Menschen draufkommen, Moment mal, ja, die Alternative für Deutschland ist wirklich eine Alternative und die einzige, ja, momentan, die ich auch sehe, ja, auch nicht auf lang, ganz langfristig. Aber durchaus, um jetzt erstmal diesen medialen und Einheitsfrontpartei irgendwie aufzubrechen. Durchaus tolle Ergebnisse, tolle Arbeit. Sie trauen sich auch viel mehr, reden viel mehr Klartext. Übrigens waren 40% der Einwohner im Landkreis Sonneberg ungeimpft. Ja? Und da wird aber auch null reflektiert, ja, dass diese Menschen irgendwie das auch nicht vielleicht so wahnsinnig supi fanden, ja, wie sie beleidigt, ausgegrenzt, diskriminiert und auf sie gehetzt wurde, ja, oder über sie gehetzt wurde und gehasst wurde, 2G und Ungeimpfte ins Lager und Tyrannei der Ungeimpften und so weiter und so fort. Ja. Wir kennen es, wir vergessen nicht, da könnt ihr das nachschauen, wie es den Menschen ergangen ist in der Corona-Zeit. Aber nicht nur da, es geht ja weiter mit
jetzt der aktuellen Politik, Heizung und Klima und so weiter. Ja, nochmal, blöd, Wählerbeschimpfung hat es nicht gebracht, die AfD wird immer stärker, was tun wir? Mehr Wählerbeschimpfung, das ist deren Logik, für mehr reicht es halt nicht, ja, und mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Nächstes Jahr sind Landtagswahlen, dieses Jahr ja auch noch in Bayern, ja, und in Hessen, glaube ich auch. Im Westen wird es noch nicht so durchgedrungen sein, aber der Osten wird gefürchtet von den Altparteien, weil sie wissen, wenn, dann kommt Schwabs aus dem Osten rüber, wenn dort vorgelegt wird, quasi für die Alternative für Deutschland. Ich gratuliere Herrn Sesselmann ganz herzlich zur Wahl. Möge er was Gutes tun für den Landkreis. Also ein Landrat ist sowas wie der Verwaltungschef des Landkreises. Ist jetzt ganz, kein ganz kleiner Posten, ist auch ein Vollzeitposten. Also der muss dann seine Anwaltstätigkeit ruhen lassen und hat Manager, ja, muss man Managerqualitäten mitbringen, auch irgendwo Verwaltung. Natürlich können sie ihm das Leben extrem schwer machen, die Mitarbeiter, und somit auch dazu beitragen, um zu zeigen, seht her, der Alternative für Deutschland, man kann es nicht. Ja. Die Gefahr besteht. Ich weiß nicht, wie Herr Sesselmann aufgestellt ist und so weiter. Ich wünsche ihm aber ich wünsche ihm jetzt erstmal für diese neue Aufgabe wirklich viel Glück und Erfolg. Und mögen ihm möglichst viele loyale Mitarbeiter um sich herum bei ihm sein, ja, und keine U-Boote, die hier alles bremsen und sabotieren. Und Glück auf auch für die Alternative für Deutschland in den nächsten Wahlen. Ja, mal schauen, vielleicht ist das der Weg, um einfach mal auch hier mal einen Ansatz zu haben, wie kriegt man denn die weg? Ja, und die Reaktionen, die ich jetzt hier gerade vorgelesen habe, die sprechen für mich Bände. Also ich feiere jeden Einzelnen, weil es zeigt sich, erstens sind die wahnsinnig einfältig. Ja, es ist brutal, geschichtsvergessen, aber vor allem in absoluter Panik. Ja, und wir wissen, wer in Panik ist, ist nicht kaltblütig, denkt nicht nach, ist nicht besonnen und macht noch mehr Fehler. In diesem Sinne, alte Weisheit, störe deinen Feind nicht, wenn er Fehler macht. Wir beobachten, amüsieren uns köstlich und schauen, wie es weitergeht, würde ich sagen. Ja, an der Stelle übrigens, Stolzmonat hat sicherlich auch da einen kleinen Beitrag geleistet. Auch da haben wir gezeigt, was eine Hake ist. Also ich würde sagen, läuft. Ja. Und Grüße nach Sonnenberg in Thüringen. Abonnieren, liken, teilen, kommentieren, und wenn euch das Video gefallen hat und der Kanal euch auch gefällt, dann könnt ihr uns gerne unterstützen auf Bitcoin, Stripe, Deutsche Bankverbindung und Kofi. So ist es nämlich, recht so. Servus, ihr Lieben. Ja. Also hier wird wirklich, ich finde es so geil, Leute. Einmal, dass der Alternative für Deutschland Kandidat gewonnen hat, der Herr Sesselmann, aber auch, dass wirklich sie gar nicht merken, wie sehr sie sich offenbaren, ja, als absolute Antidemokraten, als absolute satanische Umdrehung, wo du hinschaust, ja. Und ich finde schon, das kann man schon mal sagen, ja, dass hier sich so anfühlt, als ob jetzt hier langsam irgendwas Größeres zu Ende geht. Ja? Also durchaus könnte man durchaus formulieren, dass die in den letzten Zügen liegen. Recht so. Servus!